Ja, guten Morgen aus dem Allgäu. Hier kommt das erste Video, viel früher als gedacht, aber es haben wirklich viele Leute gefragt, ob ich nicht zur Batteriekiste ein Video machen könnte. Und natürlich kann ich das, der Ton wird sich momentan noch ein bisschen blechern anhören, da ich nur auf Fotografie ausgestattet bin oder ausgelegt bin und eigentlich so fürs Video, für die Videogeschichte gar nichts habe. Hab Nachsicht, ich werde das in Zukunft ändern. In diesem Sinn, viel Spaß mit dem Video. Ja, ganz kurz zu meiner Box. Ich habe hier eine 29 Liter Box von Enders. Ich wollte einfach einen sehr kleinen Formfaktor haben. Ich weiß, es bauen ja viele Leute auch in größere mit rein. Wenn wir gleich, oder was wir hier schon sehen, ne, wir haben 120 Amperestunden. Das heißt, die Box sollte eigentlich so ausgereizt sein. Außenverbraucher, Eingänge, Ausgänge, steht alles schön hier oben drauf. Da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein. Was haben wir innen drin verbaut? Diese schöne Ablage ist momentan nur ein Platzhalter. Die richtige Ablage wird ein bisschen stärker, auch in Schwarz, beinhaltet nochmal Sicherungen und einen Elektroschraubenzieher. Da ich die allerdings noch ein bisschen überarbeite, liegt die noch im Keller. Platz hierfür ist genug. So, innen drin haben wir das Herzstück, eine BSA AGM Professional 120 Amperestunden Batterie. Ich hatte dafür nochmal andere Polklemmen besorgt, und zwar solche, die hier nach vorne nochmal mehrere Anschlussmöglichkeiten haben oder wo ich einfach meine Klemmen drauf machen kann, ordentlich draufziehen. Die Batterie ist einmal hinten an der Wand befestigt, das heißt, wenn, dann fliegt die ganze Kiste, und wir haben eine verstärkte Bodenplatte, da sind die Gurte dann auch nochmal befestigt. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Was ist noch in der Kiste verbaut? Und zwar einmal mein MPPT-Laderegler, zu dem sage ich gleich nachher noch ein paar Takte. Dann habe ich ein Plusverteiler, natürlich mit Sicherungen. Dann hier unten, man kann das glaube ich nicht sehen, ist sehr unscheinbar, ist ein 12 Volt Ladegerät für USB Micro C. Das habe ich mir selber zusammengebaut aus irgendwelchen komischen Lichterschlauchteilen, die ich noch hatte. Der Minusverteiler und hier hinten mein WLAN-Modem. Schauen wir mal außen. Wir haben außen einmal eine 12 Volt Steckdose. Dann haben wir USB 3.0 Quick Charge zweimal. Beides ist steuerbar über die Ein- und Ausschalter. Das Schöne an dem Ding ist, ich sehe hier gleich noch die Batteriespannung. Hier auch ein- und ausschalten. Dann habe ich hier einmal die Eingänge für Solar. Da kommen wir auch nachher nochmal dazu. Ich habe hier auf der Rückseite einmal den Ausgang, der aufs Dach führt. Ich habe im Wrangler so eine Dachdurchführung, der geht oben einmal zur Planar und ins Dachzelt, damit wir da auch noch einmal USB liegen haben. Ja, hier ist der Eingang von der Autobatterie, auch dazu sage ich nachher gleich nochmal ein paar Takte. Und hier haben wir dann nochmal das gleiche wie auf der anderen Seite. Ja, im Grunde wäre jetzt eigentlich soweit alles gezeigt zu der Kiste. 120 Ampere Batterie, MPPT-Laderegler, unsere Ausgänge, unsere Eingänge. Das heißt, alle, die soweit ein bisschen wissen, was haben die Kiste jetzt gesehen. Für alle anderen möchte ich noch ein paar Sachen jetzt einfach erzählen. Einfach damit so gewisse Dinge, damit ich die nicht unerwähnt lasse. Ich habe sehr viel gelesen, dass die Leute mir geschrieben haben, sie haben Videos gesehen, dann haben die mir ihre Einkaufslisten geschickt, wobei ich da mit Sicherheit kein Fachmann bin, was Batteriekisten angeht. Ich bin noch nicht mal irgendwie ein Elektriker, ich habe das nach meinem besten Wissen und Gewissen gemacht, so im Tim Taylor-Style. Von daher kann ich euch nicht sagen, ob eure Einkaufslisten gut sind.
Ich sag euch aber was zu meinen. Was viel kam, war, viele Leute kaufen sich so ein CTEC-Gerät. Man sieht es auch in diversen YouTube-Videos, wenn die sich Batteriekisten bauen, dann nageln die da einfach so ein CTEC rein. Warum habe ich kein CTEC mit drin? Das ist relativ einfach. Wir stehen selten auf Campingplätzen mit Schachbrettmuster und Landstrom. Das heißt, unser Bedarf ist einfach ein anderer. So ein CTEC kostet, glaube ich, ab 250 Euro, wenn man einigermaßen eins will, mit ein paar Funktionen. Und die Funktionen, die so ein CTEC hat, die kann ich einfach überhaupt nicht gebrauchen. Will bedeuten, ich brauche erstens keinen Landstrom, zweitens brauche ich keine 250 Euro teure Geschichte, um Strom von meiner Autobatterie zu bekommen. Drittens ist die Ausbeute von einem Solarpanel mit einem MPPT-Laderegler um Lichtjahre besser als mit einem CTEC-Ladegerät. Ich hatte das ausprobiert auf dem Platz, sowohl mit einem Voitronic MPPT-Laderegler als eben auch mit dem CTEC, ganz genau gleiches Panel, ca. 20% Unterschied in der Ausbeute, so viel zu der besten schwedischen Technik, obwohl ich ja durchaus ein Mensch bin, der Schweden viel zukommen lässt. Ja, der Laderegler von Voitronic hat zwei enorme Vorteile. Der erste Vorteil ist, und ich hoffe, man kann das sehen, er hat Bluetooth mit drin. Da sind sehr viele Leute, die bei Amazon dann irgendwie so total skeptisch sind und sagen, oh, Bluetooth, und wie viel braucht das Strom und pipapo. Es braucht so gut wie keinen Strom. Also wenn nur die Bereitschaft ist, wenn das Bluetooth-Modul nicht aktiv Daten sendet, dann ist es sehr, sehr, sehr sparsam auf einen kompletten Urlaub, diese 3 oder 4 Ampere, was das Ding vielleicht im Ruhestrom braucht, kann ich gut verzichten dafür, dass ich da relativ viele Funktionen habe. Es funktioniert astrein. Ich muss sagen, ich bin da echt begeistert. Ich wollte erst einen anderen MPPT-Regler kaufen und hatte dann aber gesehen, weil ich auch ein Batteriewächter haben wollte, also eine Anzeige auch, wie viel Strom noch in der Batterie ist oder wie viel Spannung da noch drin ist. Und dann habe ich mir da die Preise angeschaut, so von 180 aufwärts, und habe gesagt, nee, mache ich nicht. Dann habe ich mir testweise dieses Ding mal bestellt, und da gibt es von Victron eben auch diese App dazu. Und ich kann euch das vielleicht gerade mal zeigen. So müsste das sein. Genau, das heißt, ich habe meine Eingangsspannung oder mein Eingang vom Solarpanel, was Solar erwirtschaftet. Ich habe meine Batteriespannung, wie viel Ampere gerade rausgehen und so weiter und so fort. Die 0,1 Ampere, die jetzt da momentan sind, das ist jetzt beispielsweise wahrscheinlich die Bluetooth-Verbindung, weil die App ja gerade aktiv Daten sendet. So, dann habe ich natürlich noch so Übersichten und. Also ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe auch mal, auch wenn heute jetzt nicht wirklich schönes Wetter ist, mein Solarpanel rausgeholt und habe das da draußen aufgestellt. Das können wir gerade mal anklicken. Auch zu den Steckern möchte ich gleich noch was sagen. So, wir haben es angeschalten und ihr seht auf der App, wieder scharf stellen, ihr seht auf der App, wir haben hier gerade 148 Watt, 147, es zeigt mir einfach, was jetzt momentan gerade so abgeht. 6,3 zwischen 5,6,5, 7,8,4 Ampere, also wie gerade die Stromausbeute ist. Das heißt, das war der eine Grund. Ich kann über die App einfach sehen, was kommt rein, was ging raus, welche Spannung, welcher Strom. Ich spare mir eben einmal ein CTEC-Gerät, was 260 Euro kostet und oder ab 260 Euro zu haben ist, und ich spare mir so eine Batterieanzeige. Zumal ich das total dämlich finde, dann baue ich die an die Box hin, und jedes Mal, wenn ich wissen will, wie sieht's denn aus in der Batterie, muss ich dann die Hecktür aufmachen und muss dann irgendwie auf so ein Display gucken. Total blöd. Ich lebe ja da auch nicht mehr auf dem Mond. Genau, weil wir gerade so zwischendrin sind, diese Stecker sind M4C, MC4 Stecker, glaube ich irgendwie so. Warum habe ich die genommen? Ich wollte ursprünglich eigentlich 12 Volt Magnetstecker nehmen. Diese Magnetstecker, die haben ungefähr die Aufbauhöhe von außen wie hier so eine 12 Volt Buchse, und da kannst du dann ganz einfach das Ding hinklemmen, wäre auch für Solar gegangen, also funktioniert auch mit den Kabelquerschnitten, mit dem was durchgeht.
ist alles gut. Alter, 12 Volt sind ja sowas von scheiße teuer, dass ich gesagt habe, nee, meine ich. Also ich bestelle mir die, da kostet mich irgendwie, keine Ahnung, 10 Stück 15 Euro, wenn ich anständige will. Die sind auch wasserdicht. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen Aufbau außen an der Kiste dran oder einen Aufbau dran. Klar, ich habe mir da so nochmal so Clips besorgt, damit ich da auch flexibel bin mit dem Weg- und Hinmachen. Ist es doch besser, wenn die nicht fest verbaut sind. Aber da opfer ich lieber 1,5 cm Platz an der Kiste, als dass ich für einen Schalter 50 Euro zahle. Oder für einen Stecker. Und ich brauche irgendwie bei dem kompletten System, es geht ja hier nochmal was hoch aufs Dach beim Wrangler, für die Planarheizung und pipapo brauche ich irgendwie 10 Stecker. Es tut mir leid, die 500 Euro, die investiere ich lieber irgendwo anders. Ja, was gibt's noch zu sagen? Genau, Fahrzeugstrom. Von vorne ist es so, dass das CTEC-Gerät, um auch da wieder nochmal einzusteigen, das CTEC-Gerät eben die Möglichkeit bietet, automatisch, wenn man das an die Batterie anklemmt, dass das sich eben nur Strom zieht, wenn die Lichtmaschine läuft oder wie auch immer das da drin geregelt ist. Ich habe mich damit jetzt nicht ganz genau auseinandergesetzt. Fakt ist, ich habe vorne im Wrangler einen, glaube 35 Euro teuren, ein teures Relais drin, Trennrelais, was nur angeht, wenn entsprechend die Lichtmaschine oder der Motor halt an ist. Und ich habe nochmal so einen Killswitch in der Konsole, hat mich 35 Euro gekostet. Das Ladegerät oder der MPPT-Laderegler kostet 70 Euro, plötzlich 120 Euro oder irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Ansonsten habe ich genau den gleichen Krempel drin wie andere Leute auch. Also Batterie, da müsst ihr halt gucken von der Größe her. Bei uns ist es so ausgelegt, dass wir 3 bis 4 Tage, ich würde mal sagen 3 Tage, ohne Solar stehen können. Also das heißt ohne Ausbeute und ungefähr 5, 6 Tage mit Solar stehen können. Also das ist, ja, solltet ihr so ein bisschen an euren Bedarf ausrichten. Ich denke, ich habe soweit alles durch. Achso, ja, zu meinem Modem. Mein Modem ist, also mein, so ein Kartending. Ich habe das ja unten angeschlossen. Also das klemmt innen drin an so Klett. Und wie gesagt, hier unten mit meinem Wächter oder mit meinem Ladegerät. Ich kann hier auch von der App drauf zugreifen, das heißt, wenn es eingeschaltet ist und kann mir das oben, also ich habe das Kabel hier ein bisschen länger gelassen, kann mir das oben auf die Kiste drauflegen, habe aber auch die Möglichkeit, da dieses Ding einfach Akku hat, habe auch die Möglichkeit, das Teil einfach in die Hosentasche zu stecken oder auf den Campingtisch zu legen oder mit ins Dachzelt zu nehmen und habe dann LTE, ist glaube ich so das Schnellste, also maximal habe ich jetzt durchbekommen irgendwas mit 50 Megabyte pro Sekunde. Wir haben so einen Zusatz, so eine Zusatzoption in unserem Handyvertrag, Stream on Music und Video. Das heißt, wir können von unterwegs einfach auch Musik streamen und Netflix hören, Netflix schauen und verbrauchen im Endeffekt kein Datenvolumen. Das ist ideal. Dann kann ich wirklich am Nachmittag auch mal irgendwie einen Film anschauen oder am Abend im Dachzelt oder wenn Schlechtwetter ist oder irgendwas. Oder ich kann eben meine Music streamen. Ich hatte das ganz am Anfang, hatte ich das so, dass ich auf dem Handy, hier so ein, kann man ja irgendwie so einen Access Point einrichten, aber das hat wahnsinnig viel Strom gesaugt. Also wenn man dann doch mal irgendwas am Handy hat machen müssen und dann gleichzeitig und hier und da, das war vom Stromverbrauch her viel zu hoch. Und deswegen habe ich das abgeschafft und mir lieber so ein Modem da für ein paar Euro gekauft. Genau. Das war's zu meiner Batteriekiste. Ich glaube, das ist lang genug geworden alles. Fragen sollten eigentlich keine mehr offen sein. Kabelquerschnitte zwischen 10 und 2,5 mm, je nachdem. Also ich habe 3. Ich habe einmal die Solarverbindung. Ich habe innen drin die Lasten oder die Verbraucher, die Lasten ein bisschen höher abgesichert. Und ja, nichts Besonderes. Müsst ihr gucken, wie ihr das bei euch macht. Boden bei der Kiste bei einer 120 Amperestunden Batterie unbedingt verstärken. Ich habe noch Pappelsperrholz vom Innenausbau. Die habe ich unten reingeschnitten mit Montagekleber und dann Moosgummi oben drauf, damit das auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, ja, Moosgummi oben drauf, das braucht es eigentlich nicht. Es könnte auch die Holzplatte unten reinmachen. Ich wollte die jetzt nicht hier anschrauben,
meine Verbraucher und alles, ich habe alles fest genietet, ich habe es nicht geschraubt, sieht einfach ein bisschen anständiger aus. Ja, in diesem Sinne. Viel Spaß beim Nachbauen und selber bauen.